Willkommen, liebe Gaming-Freunde, zurück zu Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euer T. Wie immer für euch am Mike. Und hier geht es spannend weiter. Lasst bitte unbedingt einen Daumen da und abonniert den Kanal. Abonnieren ist immer noch kostenlos, auch in 2024. So, wir haben auch cooles neues Outfit hier: neuer Zylinder, coole neue Brille. Jetzt kann es Wir losgehen. sind nicht allein. Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Ach du Shit, Moment. Bewegung. Moment, Moment, Moment. Geht hier gerade nach das. Das war der hier, ne? Was ist das war? Beschwörungszauber. Den brauchen wir erstmal nicht. Nehmen wir den hier rein. So, was haben wir hier noch? Cooles. Das ist alles uncool. Den brauchen wir, der ist gut. Schaden, den brauchen wir auch. Machen wir hier rein, ne? Jawohl. Das ist der Experiamus und Confringo. Confringo ist auch richtig gut. Jo. Okay. Beeilung. Petrificus Totalus wirken. Ach du. Und er kann erreicht. Permanent ausgeschaltet werden, stärkere erheblichen Schaden nehmen. Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Gottes Willen, welcher war das denn jetzt? Petrificus Totalus? Den habe ich gar nicht hier. Levioso. Accio. Experiamus, den habe ich nicht. Reparo. Lumos. Zeigt er mir den noch? Also ich habe den hier nicht. Leviosa. Petrificus Totalus, das ist auch ein Name. Habe ich hier nicht. Oder bist du mit dem Alter direkt in So finde ich ihre das cooler. Ich werde nicht tun.
Verzündung. Treffe ich dich nicht. Nicht besonders klug zurückzukommen. Die sollte ich wahrscheinlich noch lernen, da von der Tante. Den Zauber. Aber hat ja so auch geklappt. Mega Power Trank. Wo ist der? Den habe ich hier gar nicht. Da ist auch noch was. Rebellion. Da ist auch noch was. Da ist noch eine Truhe. Hier? Hier ist nichts. Hier ist ein Untersuche die Anwesenheit der Kobolde. Hier ist nichts. Ach da, jetzt habe ich eine. Ja, aber was soll ich hier denn untersuchen? Hier ist ja niemand mehr. Haben wir alle platt gemacht. Hier ist nix. Sehr niedlich, die kleinen Betten. Nicht darunter. Irgendwas soll ich da untersuchen, aber was? Die Frage. Rebellion. Hier ist nichts. Da bin ich. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Bleib da locker. Keine Ahnung, was ich hier finden soll. Der sagt ja auch nichts. Und suche die Anwesenheit der Kobolde. Die Kobolde habe ich ja alle
splashed. Revelio. Hier ist nix. Hier muss irgendwo was sein, aber ich sehe hier nichts. Kann ich die kaputt machen? Da unten ist noch was Blaues. Ist hier vielleicht eine Klappe, die nach unten geht? Bin ich schon wieder zu weit weg? Erstmal alles absuchen hier. Aber was wollen die hier finden? Weise finden, die Anwesenheit der Kobolde erklären. Hier gibt's keinen Beweis. Da ist nix. Der ist mega, der Zauber. Revelio. Hier ist auch nix. Da komme ich nicht rein. Wie kommt man da denn überhaupt rein in die blöde Bude? Ah! Das war knapp. Wie kommt man da rein? Ja, da habt ihr das aber gut versteckt. Wo soll das sein? Die Blätter da oder was? Revelio. Hier ist nichts. Das haben sie aber gut versteckt, wa? Hier ist was. Befehl. Da. Direkt von Renrock. Diesen Befehl. Na, endlich. Suchen sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Du suche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allen offen, was den Namen zu tun hat. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz der Welt einnehmen. Renrock. Revelio. Da. Du wirst jetzt geht's mal weiter hier. Ja, boah, mega! War es das schon? Die haben ja gar nichts drauf. Noch Mega Power Trank. So, Professor Fick, jetzt mach mal klar hier den Turm.
Revelio. Die haben ja überhaupt keine Sonne gegen mich hier. Ich glaube nicht, dass die Kobolde von den Prüfungen wissen. Aber sie wissen, dass... Das dürfte der Eingang sein. Und die macht da jetzt wahrscheinlich auf, oder? Sie ist verschlossen. Ah, wusste ich doch, er kriegt die auf. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Na, ich muss mal ein paar Sachen weghauen, ne? Ich habe einfach zu viel. Ganzen Krempel mal weg, Hermon. Inventar, das ist einfach zu voll. Knöterichzweig. Knöterich. Ja, da habe ich zu viel von. Wenn ich da irgendwas machen, dass ich das weg schottieren. Ah, da kann ich nichts machen. Okay. Ach, bisschen was kann ich doch noch mitnehmen. Revelio. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Willkommen in Senbakars Turm. Hallo, Professor. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fig Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Hammer. Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Kann ich hier so runter? Kann ich. Wow. So, mein Lieben, die Prüfung, die machen wir in der nächsten Folge. Wir machen hier unseren nächsten Boxenstopp. Jetzt wird's richtig heftig hier. Ja, freut euch auf die nächste Folge. Hier geht's spannend weiter bei
Mr. Harry Jim Potter. Nicht Harry. Macht's gut, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.